Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Es geht hier weiter. Letztes Mal haben wir den König kennengelernt von Meridian. Dies und die Jagd begonnen nach den Maschinen. So, da unten könnten wir uns eine neue Quest abholen. Da muss ich wieder da runter. Das mache ich, wenn ich hier zurück muss. So, ich wollte eigentlich die Folge mal ein bisschen hier die Langhalse, das Gebiet aufdecken. Da. Unterwegs. Muss ich noch Schnellreisepakete herstellen, weil mir die sonst ausgehen. Ich habe nämlich nur eins. Ich hatte eins verwendet, weil ich hier so Fotogedöns gemacht habe. Ich hatte was mit dem Fotomodus ausprobiert. Aber das lief nicht ganz so, wie ich wollte. Ist aber nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall sind uns ein bisschen die Ressourcen ausgegangen in dem Sinne. Ich glaube, ich folge der gelben Spur. Die führt mich direkt da an dem Vieh vorbei. Das heißt, wir müssen ein bisschen, wenn wir Tiere sehen, normale Tiere, müssen wir die mal erlegen. Da kann ich mir daraus neue Schnellreisepakete herstellen. Was ist denn hier passiert? Ich komme hier an, aber mit denen alle durch und dann ist ja alles cool. Oh ne. Hallo, ich möchte hier nur vorbei. So einfach. Sneaky, beaky like. Das brauche ich auch. Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem. Aber es einzufangen. Ja, gefangen. Du bist mein. Aber machen kann ich damit nicht viel, ne? Nö, nicht wirklich. Egal, bekämpfen die untereinander, ist ja nicht mein Problem. Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht doch mein Problem, aber nee, doch nicht. Ziel markieren, das Wildschwein müssen wir mitnehmen. Wie gesagt, wir brauchen Essen. Beziehungsweise deren Fleisch. Auf Nummer sicher. Piu. Na. Wildschwein erlegt. So, weil dann können wir nämlich hier erstellen. Reisen. Zack. Erstellen. Davon brauche ich nämlich ein paar. Wenn nämlich, to be honest, nicht jeden einzelnen Weg hin und her laufen müssen. Was ist das für ein Viehzeug? Breitkopf. Auch ein Breitkopf. Was? Auch Breitkopf, okay. Wir müssen nämlich auch noch den Pirscher jagen. Und dafür muss ich den aber erstmal finden. Ein Wächter, Draht. Okidoki. Eine schöne Nacht hier, ne? So, hier hoch. Ich empfange wieder ein Signal. Ein Wächter. Oh, was ist denn da los? Achso, das ist der Signal kommt wohl von diesem Langhals. Langhals. Den will ich machen. Scheiße, da war ein Otter. Ein Fuchs. Wo ist denn der hier? Zack. Oh, dein Fleisch. Oh, nur auf den Kopf des Langhalses. Wollte schon sagen, wie? Ist jetzt schon kein One-Shot mehr? Oh, meinst du den Sniper? God damn! I call that Sniper Elite! Na klar hat er mich gesehen. Nix hat er gesehen. Wieso ist der da? What the fuck? Da hinten, der ist ganz triggert. Ja, ist triggert. Na klar, na sicher, na klar. Also, immer
noch rum? Hier kann ich mich verstecken. Was machen die hier? Die bewachen den Langhals, ne? Ich muss nebenbei gucken, wo die Katze ist. Wir haben nämlich neue Katzen. No, no mehr. Wir wollten eigentlich eine neue Katze. Weil einer von unseren verstorben ist. Oder was wir wollten, aber... Wir hatten eine gesehen, wir wollten die quasi aus dem Tierheim mehr oder weniger retten. Aber die aus dem Tierschutz, nicht Tierheim, haben sich nicht gemeldet. Ich hab außerdem losgelassen. Naja, jetzt ist er tot. Er kam irgendwie nicht in der Pushen und dann hat eine Nachbarin das ausgezogen und hat gesagt, wir suchen doch jemanden, der unsere Katzen nimmt, weil unser Baby kommt nicht aber klar, pipapo. Und jetzt haben wir zwei neue Katzen. Und ein Junge, ein Mädchen. Und der Junge ist, der ist cool. Das Mädchen macht immer Theater. Zicken halt. Mädchen sind einfach zicken. Also ist das hier dein originaler Weg, den er hier lang geht? Das ist ein... Her damit. Mit deinem Leben. Jetzt bist du tot. Brauchst du keine Angst mehr haben. Schockwaschwurzel, okay. Danke für deine Scherben. Die nehmen wir mit Freuden an. Ein Verderber. Die Verderber mag ich gar nicht. Oh, da hinten ist noch einer. Ich würde immer gern so... eine Seite erst klären, dann die andere. Weil dann brauche ich mich nicht darum sorgen, was hinter mir ist. Es wäre überhaupt mal meine Frage, wie komme ich denn da drauf, auf das Vieh? Prinzipiell. Hier kann ich nicht hochklettern. Schade, dass ich die Maschine nicht nutzen kann, um die Gegner damit zu schießen. Das wäre auch ein Highlight, ne? Gibt es hier keinen Weg nach oben? Also, los. Oh shit, die Maschine ist getriggert. Was war das? Komm jetzt aber nicht hier hin, alle, oder? Warum schießt er hier hin? Ich bin versteckt. Hey, hier ist ein hohes Gras. Wie hat er mich gesehen? What? So einfach ist das, Leute. Zack. Könnt ihr da mal reinrennen. Mal sehen, wie euch das gefällt. Hab ich dich. Hau! Okay, anscheinend ist man nicht getarnt in dem hohen Gras. Gab es einen inoffiziellen Patch? Boah, mich reizt es ja, den da hinten zu snipen, ne? Schade.
Ganz einfach, ihr wollt mit dem Feuer spielen, dann kriegt ihr auch das Feuer. So wie du. Zack. Danke. Warum komme ich da nicht hoch? Ich kann durch. So, wo ist die Maschine? Mensch oder Maschine? Brauch mal einen Pfeil. Schwer und durchschlagskräftig. Hey du, Heini, komm mal her. Komm. Ja, klar. Das Vieh geht mir auf den Sack. Wo rennt das immer hin? Ja, genau, hier bin ich. Drecksack, hä? Damn! Gesniped! Komm da weg! Was ist mit euch da oben? Wollt ihr auch noch einen abkriegen? Zack! Guckst du so? Ist das geil! Haut der ab oder was macht der da? Find's geil, wie die Maschine sich davon gar nicht hören lässt. Ah. Okay, du warst gut versteckt, aber hast dich dann dazu entschieden, dich wieder zu zeigen und zu sterben. Wirklich sehr freundlich von dir. Hast du denn nichts Besseres zu tun? So, der ist auch weg. Bisschen Problem. Da hinten ist noch einer am. Wäre besser gewesen, hätte ich den damit getroffen. Ja, let's go, Alter. Holy shit, ey. Ich bin doch einfach eine Sniper-Maschine. Kannst du einfach nicht anders sagen. So, jetzt muss ich irgendwie da hochkommen und auf dem Rücken wahrscheinlich abspringen und Mission Impossible Style dann mich darauf abrollen und was weiß ich nicht alles. Und jetzt mal gucken, wie ich das hier überhaupt alles machen kann. Erstmal gibst du mir das. Erstmal looten und leveln. Ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Ja, das könnte sogar wirklich klappen. Ach ja, eine schöne Aussicht. Komm, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Muss noch anderen Menschen helfen. Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Es bereitet mir hier alles ganz viel Panik. Keine Panik auf der Titan. Oh, what the fuck? Was ist denn das für ein Wetterumwechsel gewesen? Oh, mein Süßer. Was weißt du?
Langhals-Sonnenstufen. Was? Fertigkeitspunkt, EP, Karte anzeigen, plus 1. Aha, das sieht da erstmal aufgedeckter aus. What the fuck ist das eigentlich? Verdorbene Ton, achso. Metallblume, Krokodil, irgendein Dorf. Okay. Panorama. Da ist die Stadt, wo ich hin müsste. Oder das Dorf oder wie auch immer. So. Als nächstes würde ich mir gerne den hier holen. Yes. Ein bisschen schon mal die Karte aufdecken. Da kann man schon mal ein bisschen mehr sehen und vielleicht herausfinden, was man machen muss. Immer gut. Beobachte Ereignisprotokoll USW-20. Diese verdammten Osram sorgen doch überall für Ärger. Ich halte meine Augen offen. Die verdammten Osram. 4 Points! Der Sprint ist leise. Ja, das will ich haben. Da sehe ich mich. Was war denn der nächste? Das hier, ne? 80% mehr Damage oder war das hier? Erhöhte Ressourcenkapazität, auch nicht schlecht. Waffenspule und Outfitgewebe können entfernt und wiederverwendet werden, auch nicht schlecht. Ja, drücke mit CNR, um allen Bogenwaffen bis zu 3 Pfeilen hinzuzufügen. Oh, das war das. Kannst mehrere Pfeile schießen. Das war auch nicht schlecht. Oder hört er sich zumindest nicht schlecht an? Das Signal muss ganz nah sein. Damn, der Physik ist ja der Hutsche. Wer ist er denn da hinten? Uah. Okay, ich muss zum Kopf des Langhalses. Muss erstmal die Spur herausfinden, die er benutzt. Muss wahrscheinlich ihn ausschalten, um von da aus an da drauf zu springen, irgendwie, ne? Was ist denn das? Metallblume? Oh. Schnapp mal, Krokodil, Krokodil, schnapp! Wo markieren? Wo ist denn hier der höchste Punkt? Da vorne? Ist ja auch ein Schnappmaul, ja. Ja, da wird ja eine wilde Nummer hier. Ruhe. Der ist ja gerade da am Tauchen. Uah. Uah. Schau mal da. Na, da will ich doch meinen. Wo ist mein F? Ja, guck mal da. Wer ist er denn? Muss den ein bisschen ablenken. Easy! Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf. Ah, jetzt müsste ich ja safe sein. Also hier kann mich keins von den Viechern angreifen. Zumindest keins von den Krokodilen. Ja, nie das schießen. Ey,
her, du kleine Pisser! Putz! Eindruck hinterlassen. Ich sehe alles. Hä? Ist nicht mehr so schön, wenn man nicht mehr der Einzige in der Luft ist, ne? Was ist los? Na komm. Ja, learn to play. Learn to play. Zack. Dreckige Maschine. Putz! 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 Stört mich nicht, stört mich nicht! Ah, stört mich doch! Alle triggert. Okay, okay. Da ist, glaube ich, noch so ein... So eine Maschinenwelt, ne, wo die hergestellt werden, kann das sein? Boah, der kann sich auch verteidigen, Alter. Der hat die einfach alle gestunt. Elektrisiert. Gut, dass ich gerade runtergesprungen bin, das sah nämlich mega episch aus, deswegen. Oh, du dicke Schwein. Zack, kriegst einen ab. So, noch ein Pfeil im Arsch. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Mal eben wieder herstellen. Reisen, zack. Guck, da kommen nämlich ein paar. Objekt passt nicht in Rohstoffbeute. Ist das wieder voll hier oder was? Also eine Rohstoffbeute. Inventar. Ah. Ja, hier, zerlegen. So, ich lasse extra eins übrig, wenn ich noch ein paar Tiere finden sollte. Wie bist denn du? Ein Trampler. Hilfe. Da will ich nichts mehr zu tun haben mit dem Trampler. Ah, hier. Aber dicke Schweine, die brauche ich. Ja, hier geblieben. Jo, fette Sau. Schieß dich den Arsch weg. Was ist denn da? Tierschwein-Talisman. Blau. Oh. Interessant. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch ausgerüstet, oder nicht? Inventar, Rohstoffe. Komm. Wenn ich eh nur noch zwei davon habe, dann kann ich Blätter auch mitnehmen. Aber ich sollte mal... Ich kann keinen Scharfschützenbogen herstellen, weil mir der Draht fehlt. Ja, genau. Ja, okay. Der Pfeil... Ja, hä? Wo ist denn der Pfeil hängen geblieben? Hier geblieben. Okay, ja, der Pfeil ist in der Luft hängen geblieben. In so einer Alpha-Wand oder so. Aber da bin ich gewohnt. So nerven mich die Spiele immer. Ja, das ist, wenn man zu krasses Aim hat, wird man in dem Sinn einfach... Da muss das Spiel halt einen einfach nerven. So. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ich hab gleich mehr kleine Tiere geschlachtet als... von den Großen. So, herstellen, reisen... Zack, zack, zack. Und leer machen. Dann sollte das ja erstmal reichen vorerst. Dann kann ich das hier auch mitnehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir die Höhle der Maschinen hier finden.
Ja, das scheint wohl leicht zu finden zu sein. Einfach den Berg hier hoch folgen und dann nach rechts. Ich glaube, es ist so eine Höhle, ne? Ja, dann können wir vielleicht nochmal neu überbrücken. Vielleicht können wir dann so einen Trampler oder so überbrücken. Und dann kämpft er für uns. Das wäre crazy. Dann müssen sich ja welche befinden, ne? Wächter. Ah, Moment bitte. Wollte schon sagen, ja. Versucht nämlich in die... Katze versucht immer in die Boxen hier reinzugehen. Und denkt, ich sehe sie nicht, weil ich aufnehme. Weil ich aufnehme. Was ist das für ein Volk hier wieder? Oh. Oh nein, jetzt hat sie irgendeine Fliege entdeckt. Ich kacke. Nummer uno. Und ich Nummer dos. Nummer dos. Die anderen haben nichts bemerkt. Guck mich voll an. Ach, Feuerbrennwurzel, scheiße. Wollte ich gar nicht aufheben. Ist der kaputt da, oder? Also, das ist zum... Muss wahrscheinlich da runter rein, ne? Verstehe. Zack. Rutschstätte Roh. Stufe 11. Durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. No fear, my friend. Hier ist das. Die erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Okay, hier sah da so aus. Ich hätte mir vorstellen können, dass man da vielleicht irgendwo tauchen kann. Und vielleicht was Geheimes findet. Aber wenn wir nicht die Ersten hier sind. Etwas Vorrat. Wie wollten die dann hier durchkommen? Sie waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Hoffentlich reicht das. Und ich kann ja auch actually reinkommen. Wir hatten ja, glaube ich, nicht so ein Metallding. Die beschädigte Turbine, was? Es läuft ganz gut für mich. Ich hab irgendwas mit Beschädigen gelesen. Alter, what the fuck? Ich konnte nicht so schnell lesen, weil ich damit beschäftigt war, den zu killen und darauf zu achten. Scheiße. Ach so, ah, okay, hey, I see. Besteht, So, ja. Halt ich hier runter? Ja, okay, ich muss erst wieder hoch. Jetzt verstehe ich. Zum Glück habe ich Uncharted gespielt. Da gab es solche Rätsel nämlich immer auch. Oder was solche Rätsel, solche Kletterdinger. Wieder dieses Rauschen. Frage mich, ob es manche Menschen geschafft haben, hier reinzukommen. Mal abgesehen von den Leuten, die es gebaut haben, ne?